Regionalmarketing Oberpfalz. Das Netzwerk für die Wirtschaft in der Region. Herzlich willkommen zu Wirtschaftsleben in der Oberpfalz, diesmal aus dem Landkreis Schwandorf. Schwandorf, ein Landkreis, der wirtschaftlich ständig in Bewegung ist. Ein dynamischer Prozess, sowohl als Folge als auch zur Veränderung der jeweiligen Rahmenbedingungen. Der Müllverbrennungsmenge unterstützt also auch die Industrie und deren wirtschaftliche Entwicklung hier im Landkreis tendiert durchaus nach oben. So auch die der Handwerksbetriebe. Die Betriebe schätzen ihre wirtschaftliche Lage derzeit so gut ein, dass sie expandieren wollen, aber das ist gar nicht so einfach. Fachkräfte sind gerade im Handwerk knapp. Die Auftragslage im Baugewerbe könnte zurzeit kaum besser sein. Immobilien sind gefragt, Baufirmen haben volle Auftragsbücher. Das Hauptproblem ist aber, wie bei vielen anderen Unternehmen, der Mangel an Fachkräften. Die Industrie, zum Beispiel die Autohersteller oder so, die nehmen uns die Fachkräfte weg. Jeder will eine geregelte Arbeitszeit haben und die haben wir am Bau eigentlich nicht. Diese Abwerbung sei gefährlich für das Baugewerbe oder die ebenfalls betroffenen Handwerksbereiche Metall und Nahrung. Um Fachkräfte aber zu halten und neue zu gewinnen, müsse jedes Unternehmen ein eigenes Image bilden und seine Stärken in den Vordergrund stellen, so die Handwerkskammer. Da ist einfach das Miteinander ein bisschen anders vielleicht wie in der Großindustrie. Das hat natürlich große Vorteile bieten. Die muss aber natürlich der einzelne Betrieb selber darstellen. Das kann niemand für ihn machen, sondern da sind unsere Betriebe selber gefordert, ihre positiven Effekte nach außen darzustellen. Die Gründe für den Fachkräftemangel, geringe Arbeitslosenzahlen und der Sog der Ballungsräume. Doch Möglichkeiten zur Änderung der Situation seien gegeben. So kommen im Bezirk Schwandorf rund 730 unversorgte Bewerber auf 1250 offene Lehrstellen. Doch nicht immer können Lehrlinge die Fachkräfte von morgen werden. Fragen Sie mal nach, sämtliche Bauunternehmer, was für Lehrlinge bekommen und wie viele Bewerbungen und was dann die für eine schulische Ausbildung haben. Dann gibt's keinen Maurer oder gibt's keinen Lehrling mehr, der wo Maurer erlernen würde mit einem Realschulabschluss oder einem Quali. Große Hoffnungen hatten die Betriebe auch auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit gesetzt, doch wurden dabei enttäuscht. Die Nachbarländer, jetzt wie beispielsweise in Tschechien, die haben ähnliche Probleme wie wir. Das heißt, ein tschechischer Facharbeiter verdient in Tschechien nicht viel weniger oder eigentlich das Gleiche wie bei uns. Man müsste sich also auf den Fachkräftemangel einstellen. Durch den demografischen Wandel und den Wegzug vieler Arbeitskräfte in die Ballungsräume bleibt auch kaum etwas anderes übrig.